60 Kilogramm Fleisch ist ein Durchschnittsdeutscher pro Jahr. Doch da gibt es noch diese 1,3 Millionen Menschen in Deutschland, die sich vegan ernähren. Doch was heißt vegan leben überhaupt und ist es wirklich so gesund? Genau das möchte ich jetzt herausfinden. Ich habe ja über mehrere Wochen eine Fleischdiät gemacht und gehe heute mal aufs andere Ufer und will mit Bluttests herausfinden, ob es wirklich so gesund ist und wie man sich denn so im Alltag fühlt. Also, letztes Mal Fleisch essen und dann heißt es 14 Tage vegan. Ich bin sehr gespannt und genieße jetzt mal das leckere Essen. Ich will natürlich das Vegane nicht nur aus dem Aspekt betrachten, wie ich mich fühle, sondern auch wirklich, was in mir abgeht. Und deswegen geht es jetzt direkt ins Labor und ich werde Blutwerte nehmen. So, hier bin ich richtig. Was viele ja nicht wissen, ich bin ja selber gelernter Biologielaborant, habe das vor über 12 Jahren gemacht und deswegen interessiert mich das auch immer nicht nur, wie ich mich fühle, sondern auch, was die Laborwerte sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hat man ja auch bei dem Fleischexperiment gesehen. Ich habe mich sehr gut gefühlt und Cholesterin, LDL waren total katastrophal. Die Werte sind genommen, jetzt werde ich mit Dr. Tellmann sprechen. Er wird etwas zu meinen Vorherwerten sagen, dass wir die auch später perfekt interpretieren können. Ich rufe ihn jetzt mal direkt an. Grüß Gott, Herr Dr. Tellmann. Ja, guten Morgen, Herr Simonetti. Ja, Sie haben ja die Werte angeschaut. Wie steht es denn um mich, die Vorherwerte? Kann ich starten? Also auf jeden Fall. Wir haben sehr, sehr gute Ausgangsvoraussetzungen. Also es gibt nichts Krankhaftes. Das ist schon mal mit 2 Daumen hoch zu bewerten. Also bedeutet im Grunde sowohl in den Parametern, zum Beispiel Hämoglobin, Eisenhaushalt, wo man sich Gedanken machen würde, sieht alles sehr, sehr gut aus. Das Go ist auf jeden Fall da und ja. Auch ich bin gespannt darauf, was da im Körper so vor sich geht. Ja, wie ich gesehen habe, Cholesterin ein bisschen erhöht. Von daher ist es doch vielleicht sogar gut, mal das Experiment zu starten, oder? Absolut. Also das Cholesterin ist genau, finde ich persönlich, aus ärztlicher Sicht so weit erhöht, dass es sich lohnt, das minimal zu senken. Und ich denke, dass das auch mit den sogenannten Lifestyle Modifications, also der Ernährungsanpassung, hier möglich ist. Und wir haben jetzt zwar einen kurzen Zeitraum, aber das wird richtig spannend zu sehen, ob da was passiert. Und wenn da was passiert, dann ist das wirklich ein schöner Transfer, den jeder da für sich ausziehen kann. Okay, alles klar. Dann werde ich starten und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Perfekt, dann viel Erfolg. Dankeschön. Heute ist Tag 2 meiner veganen Challenge und ich muss, glaube ich, etwas ausmisten. Der Kühlschrank ist relativ voll mit Dingen, die ich nicht essen darf. Deswegen lass uns mal gemeinsam auf die Suche gehen. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wirklich so viel aus dem Kühlschrank raus muss. Der ist jetzt leider komplett leer. Ich muss jetzt ab ins Büro, kann jetzt nicht mehr einkaufen gehen. Deswegen gibt es jetzt 2 Äpfel und später werde ich mal gucken, was es dann noch so im Supermarkt zu essen gibt. Tag 3 steht an und ich merke, ich bin richtig überfordert. Und zwar kaufe ich immer die gleichen Sachen im Supermarkt. Bohnen, Mais, Couscous. Also irgendwie fällt es mir extrem schwer. Ich treffe mich jetzt mit der Walli. Sie ernährt sich schon seit einigen Monaten vegan. Und wir schauen am besten mal, was sie mir noch für Alternativen bietet, die eiweißreich sind und die vielleicht auch etwas Abwechslung in meinen Alltag bringen. So Walli, wir gehen einkaufen. Ich bin etwas überfordert, vielleicht ob du das kennst. Ich weiß nicht so wirklich, was ich einkaufen soll. Am Anfang ist es normal, aber es wird hier auf jeden Fall gut. Okay, ich würde sagen, let's go. Also man sieht, hier gibt es Hirseflocken. Du hast gemeint, es ist perfekt für Porridge. Genau. Dann haben wir hier Quinoa. Also wenn du gerade so ein bisschen auf die Werte achtest, ja, dann siehst du, dass halt hier zum Beispiel 12 Gramm Eiweiß drin, ja, sind auf 100 Gramm. Kann man also perfekt früh in sein Müsli mit ein paar Beeren. Also weil du hast gemeint, da wäre noch ein Trick. Genau, und zwar als kleine Hilfe, wenn du im Biomarkt einkaufen gehst, dann siehst du hier bei dem grünen V. Das heißt, dass die ganzen Produkte, auch, wo du das erkennst, genau, da weißt du dann auch als Nicht-Veganer quasi, was alles vegan ist. Man sieht natürlich hier, ist auch ein bisschen teurer als das, was man normalerweise kennt. So ein Glas kostet hier schon 19 Euro. 12,99 Euro, 14,99 Euro. Also man merkt, ja, sobald das Ganze natürlich mit Bio ist und auch mit veganen Kombinationen, zahlt man schon einiges mehr als das, was man normalerweise im Supermarkt vielleicht kennt. Also, hast du was Besonderes gefunden? Ja, und zwar ist es hier, sind Sojaschnitzel. Mhm.
wird unter den Veganern ganz gerne benutzt, um sowas wie eine Bolognese-Soße zu imitieren. Hat auch ganz coole Werte, nämlich auf 100 Gramm 52 Gramm Eiweiß. Wow. Und wird dann praktisch einfach eingeweicht, zum Beispiel in Gemüsebrühe, dann angebraten in der Pfanne mit Gemüse, Tomatensoße und dann gibt es die Bolognese. Das schaut doch mal lecker aus. Nehme ich mit. Einkauf ist fertig. Man muss sagen, ist etwas teurer. Also es war jetzt hier so ein kleines Einkaufstäschchen, 40 Euro. Aber man hat ein gutes Gefühl, oder? Wie geht's dir da so? Das auf jeden Fall. Und es sind ja auch immer Sachen dabei, die dir länger halten. Von daher. Ja. Also Wally, vielen Dank, dass du mit am Start warst und dass du mir ein bisschen geholfen hast bei der ganzen Einkaufsvielfalt. Zu Hause angekommen, gibt's jetzt erstmal leckeres Futter. Wir kochen aus dem Body Kitchen Kochbuch. Was gibt's heute Leckeres? Einen Kartoffel-Erdnuss-Eintopf. Sehr gut. Ich würde sagen, wir starten am besten gleich. Let's go! Endlich angerichtet. Ich würde sagen, wir probieren mal beide. Auf jeden Fall erdnussig. Ja, definitiv. Also wer kann Erdnüsse machen? Aber sehr lecker. Ich finde es gut. Ich will ein bisschen mehr Salz reinhauen. Ich bin ein krasser Salztyp. Aber sonst gelungen. Wer sagt, der hat Bock auf das Rezept? Einfach mal runter in die Beschreibung. Da gibt es das Rezept zum Download. Heute steht Training an. Ich möchte herausfinden, inwieweit mein Training durch die vegane Ernährung beeinflusst wird. Und das Ganze mit Coach Carter, dein eigener Trainer fürs Fitnessstudio. Wenn du also Erfolge erzielen willst und merkst, im Fitnessstudio läuft es nicht, hol dir diese App. Die wird dein Training revolutionieren. Heute trainieren wir im Kirche des Bizeps. Let's go! Mein persönlicher Trainingsplan ist soweit fertig. Ich bin in Woche 2 und trainiere Beine. Das heißt, das ist ein relativ gutes Merkmal für ein schwereres Training, um zu schauen, inwieweit die vegane Ernährung mich stärker oder auch schwächer macht. Also, lass uns starten. Training ist vorbei. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, habe am Ende einen kleinen Leistungseinbruch gehabt, aber war echt in Ordnung und ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das Ganze so gut hinkriege. Also, darauf wird erstmal einer getrunken. Ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch, ob das Ganze vegan auch wirklich geil schmeckt und deswegen habe ich jetzt einen Laden gesucht, bin hier genau richtig, die Veggie Bros. Und hier soll es sogar Burger geben, die wie Fleisch schmecken sollen. Genau das will ich mir jetzt mal mit dir anschauen. Also, let's go. So, ich habe gehört, hier gibt es lecker vegetarisches Essen und ich habe gehört, es gibt sogar Burger, die mit Cheese genauso schmecken sollen oder ähnlich schmecken sollen wie normale Burger. Das ist ja genau richtig bei uns. Wir haben jetzt ganz neu auf der Karte hier den Beyond Meat Burger. Okay. Das ist ein Startup aus den USA, die sich zum Ziel gesetzt haben, Fleisch zu machen aus Pflanzen. Okay. Das wirklich an den Geschmack, an die Konsistenz rankommt. Okay. Und zusätzlich einfach noch gesünder als ein normaler Burger ist. Mehr okay. Eiweiß hat, weniger Fett. Und cool. Können wir dir gerne mal. Hört sich interessant an. Und wenn du noch ein bisschen was anderes hast, so ein bisschen in die vegane Küche einzutauchen, bin ich bereit. Auf jeden Fall. Perfekt. Ja. Dann freue ich mich. Da ist der Burger. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Ich esse ja gerne Burger. Guck mal hier hin. Schaut sogar echt aus wie Fleisch, ne? Also ich muss echt sagen, schmeckt doch eher fleischig. Ich war ja ein bisschen skeptisch, muss ich mal sagen, ne? Diese Fleischimitation, aber das schmeckt echt gut.
Ich habe den Burger probiert, jetzt gerade die Falafel. Jetzt kommt noch die Nachspeise. Beiß ich auch noch mal rein. Ich muss echt sagen, ich kam hier an und habe überlegt, wie ich das einigermaßen über die Bühne kriege, dass ich den Laden nicht zu sehr runter mache und trotzdem noch was für einen Inhalt habe. Aber ich hätte nicht gedacht, ohne Müll, dass das Zeug so gut schmeckt. Burger, brutal. Schokolade, echt gut. Aber auch Falafel, selbst wenn man kein Veganer ist. Das kann man mal echt gediegen zu Hause einbauen. In die Küche mal was Neues. Schmeckt mega gut. Also das finde ich cool an den Experimenten. Man lernt jedes Mal was Neues. Also vielen Dank für das leckere Essen. Schwer überrascht. Und Leute, wenn ihr aus Würzburg seid oder Umgebung, guckt mal vorbei. Ich muss echt sagen, kann ich zu 100% empfehlen. Die Walli hat uns ja einen Film empfohlen, der heißt Dominion. Ich habe gestern schon mal reingeschaut, der ist ziemlich hart. Jerusha hat gesagt, sie erklärt sich bereit, will auch den ganzen Film mal mitschauen. Mhm. Wir sind beide keine Veganer und wir werden mal gucken und euch berichten, was der Film mit uns macht. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Boah. Nein, das ist nicht wahr. Those who survive the first few days are mutilated without pain relief. Their tails and teeth cut to reduce cannibalism. Irgendwie ist es so surreal, ne? Man kann das irgendwie nicht so wirklich fassen, was da passiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, vor allem, das ist ja ein Lebewesen, ne? Ja. Das ist ja Leben, wie wir auch Lebewesen sind. Crazy. Ja. Ich habe mir immer Bio-Ei gekauft, weil ich gedacht hatte, bin ich irgendwie safe. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, muss ich ehrlich sagen. Ob das in Deutschland anders ist, aber dass sozusagen selbst bei Bio-Eier die männlichen Küken noch mitgeschreddert werden, ist schon heftig. Wie geht's dir nach? Mir ist schlecht. Eigentlich müsste sich das jeder mal anschauen, der Fleisch isst, ne? Mhm. Und sich danach entscheiden, ob er Interesse hat oder nicht. Also ich habe ja letztes Mal so eine Fleischernährung gemacht und da bin ich ja auch drauf eingegangen. Ist ja nicht so, also ich glaube nicht, dass das sozusagen flächendeckend bei allen ist. Es gibt auch viele, die machen eine sehr gute Arbeit. Mhm. Aber das Traurige ist halt, würde ich sagen, dass 90% wahrscheinlich auch so gehalten wird. Mhm. Und deswegen fand ich es interessant und gut, dass es mittlerweile diese Fleischalternative Beyond Meat gibt. Vielleicht ist das eine Lösung, weil das muss ich erstmal irgendwie verstoffwechseln in diesem Film. Ja, das ist irgendwie schwierig dazu, was zu sagen und das überhaupt mal in den Kopf zu ordnen. Mhm. Also guckt euch den Film mal an, wenn ihr Mut genug habt. Mich würde es mal interessieren, vielleicht kann der eine oder andere mal drunter schreiben, wie das so in Deutschland ist. Ob da die Verhältnisse ähnlich sind, ob sich da einer auskennt, ob er mal recherchiert hat. Auch mit den Bio-Eiern, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich bin gerade hier hübsch für die Hochzeit gemacht und heute muss ich gucken, wie ich das mit dem Veganen hinkriege. Es gibt gleich Kuchenbuffet und Abendessen und mal gucken, ob ich heute satt werde, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier nicht extra angekündigt, dass ich vegan unterwegs bin. Bin sehr gespannt, freue mich aber drauf. Schaut mal hin, wie wunderschön diese fränkische Gegend ist. Ha, ein Traum. Also ich habe mal geguckt, kein veganer Kuchen dabei. Das heißt, Kuchen gibt es erstmal nicht. Bisschen Hunger und Kaugummi kauen und dann geht's zum Hauptgang in einigen Stunden. Hier erstmal mein Essen. Man sieht hier Kartoffeln, Gemüse, Gemüse, Gemüse und Salat. Ne? Ich glaube, sonst hätte ich mich wahrscheinlich anders ernährt, aber auf jeden Fall interessant. Man kriegt es hin, auch wenn man richtig Bock auf das andere hat. Aber ist alles Gewohnheit. Ich muss ja sagen, ist gar nicht mal so einfach, so leckeres Essen und als Nicht-Veganer so auf Garnelen, Fleisch zu verzichten, das fällt mir doch schwerer, als ich gedacht hätte. Ich kann es selbst kaum glauben, 2 Wochen Veganismus sind vorbei. Jetzt geht es immer direkt ins Labor Blutzapfen, um zu gucken, ob sich die Blutwerte in irgendeine Richtung verschoben haben.
Hallo, Herr Dr. Tellmann. Hallo, Herr Simonetti. Ja, schön, dass Sie anrufen. Die Befunde sind da und wir haben die Auswertung der 14 Tage. Sehr, sehr spannend, was da zu sehen ist. Also hätte ich selbst auch aus medizinischer Sicht nicht gedacht, wenn man mal vorher-nachher vergleicht. Man sieht ganz klar, gesund geblieben. Toi, toi, toi. Also es gab keine krankhaften Veränderungen. Im Gegenteil, man muss ganz klar sagen, gerade beim Cholesterin, wo wir ja schon drüber nachgedacht hatten, ob da ein positiver Effekt zu erwarten ist, hat sich bestätigt, in 2 Wochen ist das Cholesterin gesamt 218 auf 153 runtergegangen. Wow. Eine absolute Wunschvorstellung von einem Kardiologen, ne, der sich um Herzgesundheit schützt. Super gut, gerade beim LDL, beim schlechten Cholesterin, gab es da eben diesen richtig intensiven Sprung nach unten. Ansonsten kann man einfach sagen, gesund geblieben, gewisse Dinge verbessert, einfach gut. Das heißt, für jeden, der sagt, ich möchte mal kurzfristig Veganismus in mein Leben integrieren, überhaupt gar kein Problem. Aber bei längerfristiger Ernährungsweise sollte auf jeden Fall eine gewisse Supervision mit dabei bleiben, weil es auf jeden Fall aus medizinischer Sicht dort auch Probleme geben kann, die man aber natürlich ja effektiv angehen kann, wenn man einen Experten zur Rate zieht. Okay, super. Das hat mich sehr gefreut. Dann vielen Dank für das Feedback. Das freut mich, dass es so gut lief. Und vielleicht bis bald. Schön. Ja, dann vital bleiben. Dankeschön. Neuen Cholesterinspiegel. Tschüss. Ciao. Ich bin ja jemand, der gerne unterschiedliche Sichtweisen hat und deswegen hole ich mir jetzt Misha Young jetzt rein. Er ist seit 4 Jahren Veganer und Natural Bodybuilder. Ich rufe ihn jetzt gleich mal an. Servus Misha. Guten Morgen. Wo bist du gerade? Jetzt gerade in LA, Los Angeles. Ah, sehr cool. Ja, du machst ja schon seit 4 Jahren vegan und ich war jetzt letztens auf einer Hochzeit. Ja, ich habe ja jetzt auch mitten im veganen Modus war ich und ich war auf einer Hochzeit und bin fast verhungert. Wie machst du diese spontanen Sachen, wenn du irgendwo bist, wo du nicht weißt, ob da, ob man vegan zurechtkommt? Das ist eine gute Frage. Also spontan ist natürlich immer so eine Sache, gell? Du bist ja auch spontan vegan geworden, gell? Und damit bist du natürlich auch nicht bekannt als Veganer. Das heißt, bei mir ist es schon so, dass ich jetzt nach 4 Jahren jeder Person, die irgendwas mit mir zu tun hat, die weiß es. Also die schauen auch für mich. Also meine Mutter, wenn die mich zu sich einlädt, dann macht sie vegane Bolognese, vegane Pizza. Dann ist sie wirklich auch gut ausgerüstet. Mein Vater mittlerweile sogar hat sich auch, krass, hat auch mittlerweile angefangen. Also ich habe da schon ein sehr gutes Umfeld mittlerweile und ich bin ja eigentlich auch so, dass ich eben auch vorbereiten, wenn ich irgendwo hingehe. Ich hatte vorhin mit dem Dr. Tellmann ein Telefonat und wir haben meine Laborwerte gecheckt. Ja, also man guckt, ob alles gut ist und ob alles passt. Wie ist das bei dir? Guckst du regelmäßig Laborwerte, zapfst du Blut? Woher weißt du, ob deine Werte eigentlich immer im Pari sind, ob das gut ist? Also zurzeit, ich bin jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr im Labor gewesen, weil ich die kritischen Mikronährstoffe, die theoretisch knapp werden könnten, die decke ich sowieso durch die Supplementation. Okay. Also so wie ich das auch gemacht habe, bevor ich vegan wurde. Ja. Weil ich rechne das halt auch ganz normal aus. Ich gucke mir halt, was kostet mich ein Bluttest beim Arzt jedes Jahr und was kostet es mich, diese paar Mikronährstoffe, zum Beispiel B12, zu supplementieren. Ja. Da sehe ich halt einfach, dass ich, selbst wenn ich ein bisschen zu viel nehme, ich immer noch günstiger davon komme, wenn ich es einfach supplementiere. Ja. Also wenn ich jetzt da jedes Jahr zum Arzt renne, aber ich gehe trotzdem bald wieder, weil es jetzt mittlerweile wieder neue Erkenntnisse gegeben hat. Ach, cool. Im Bereich Vitamin A. Mhm. Also Vitamin A ist so ein Grenzfall, wo es eine 0,1%ige Chance gibt, 0,1, krass, dass du theoretisch einen Mangel kriegen könntest als Veganer, wenn du die Beta-Carotin-Umwandlung nicht machen kannst. Okay. Deswegen will ich natürlich jetzt wissen, wie das jetzt nach 4 Jahren bei mir aussieht oder okay, ob ich da diese genetische Prädisposition habe oder nicht. Okay, ja, danke für den Einblick. Und ich würde sagen, bis bald. Servus. Tschüss. Bisher habe ich in den letzten 2 Wochen ja durchaus positive Erfahrungen gemacht und habe auch mit vielen Leuten geredet, die sich vegan ernährt haben. Und auch die haben super Erfahrungen gemacht. Aber aufgrund der Ganzheitlichkeit habe ich innerhalb meiner Recherche jemanden kennengelernt, der roh vegan gemacht hat und dem es nicht so gut geht. Und deswegen möchte ich jetzt ein Interview mit ihm zeigen. Er möchte leider nicht zu sehen sein, deswegen hoffe ich, es ist für euch in Ordnung. Aber hört euch das Ganze vielleicht mal aufgrund der Ganzheitlichkeit auch mal an. Warum hast du mit der veganen Ernährung angefangen? Ich habe damit angefangen, also es ist eine rohvegane Ernährung, weil es eine einfache Ernährung ist. Eine Ernährung ist, die die Tiere ein bisschen schützt, also man tötet keine Tiere. Und ich habe mich damit sehr gut gefühlt, als ich es ausprobiert habe, das erste halbe Jahr. Wie lange hast du die vegane Rohkosternährung insgesamt gemacht? Insgesamt waren es um die 2 Jahre, wobei ich sagen muss, dass die letzten 1,5 Jahre eigentlich nur katastrophal waren. Also mein Körper hat
sofort eingebrochen nach einer gewissen Phase, wo bestimmte Defizite auftraten, die mir dann erst später aufgefallen sind. Woran hast du gemerkt, dass du da Defizite hattest? Ja, das hat man dann im Labor gesehen, dass zum Beispiel B12 überhaupt nicht vorhanden war, was fatal für die Nerven ist. Der Fettsäurestatus war wirklich mangelhaft, das heißt Omega-3s habe ich ja gar nicht zugeführt. Mhm. Vitamin A war in meiner Ernährung auch nicht vorhanden, das kriegt man eigentlich nur aus Eiern, ein bisschen aus dem Fleisch und viel aus Leber. Da habe ich dann gesehen, dass das nicht funktioniert, aber das erst ein bisschen später. Erstmal hatte ich so eine Leidensphase, dass es mir wirklich dreckig ging. Ich hatte keine Energie, depressiv, meine Gelenke waren voller Oxalaten, die ich mir durch zu viel Kohl und so reingehauen habe. Ich war sozusagen sportunfähig, obwohl ich eine angeblich sehr gesunde Ernährung verfolgt habe. Okay, was würdest du Leuten empfehlen, die sich jetzt vegan ernähren? Also ich würde wirklich empfehlen, das, was du isst, zu prüfen, was ist drin und schauen, ob du deinen Tagesbedarf deckst. Und das ist das, was die meisten Veganer nicht machen und einfach nur, sag ich mal, ihrem Guru glauben, welches Buch auch immer sie gelesen haben, da gibt es ja mehrere. Und also ich habe da auch eins gelesen und das hat wirklich mein Leben ruiniert, kann ich mal so sagen, dass ich einfach daran geglaubt habe und nicht geprüft habe. Und es ist dein Leben, dein Energielevel, was dabei flöten gehen kann. Deswegen, ich kann es wirklich nur ganz ans Herz legen, das zu prüfen. Weil sonst riskiert man, ein kranker Mensch zu werden. Mein Fazit zur veganen Ernährung. Als allererstes finde ich es gut, dass man sich bewusst Gedanken macht zum Thema Schlachtung, dass man das, was man auf dem Teller hat, Fleisch und auch Fisch, dass da Tiere leiden müssen. Das finde ich sehr, sehr gut, dass man sich bewusst darüber Gedanken macht. Zweitens habe ich gemerkt, meine Qualität der Lebensmittel wird deutlich besser. Oftmals Bio eingekauft, oftmals wirklich Geld ausgeben für eine gute Qualität. Drittens natürlich auch die Gesundheit. Man merkt, man fühlt sich einfach besser. Und ich glaube, dass es langfristig dem großen Mainstream helfen würde, sich bewusster zu ernähren. Also das sind drei ganz große Vorteile, die ich auch gemerkt habe. Nachteile habe ich auch drei. Der erste Nachteil waren die extrem vielen Ballaststoffe. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht gut tut, so häufigen Stuhlgang zu haben. Zweite waren die vielen Hülsenfrüchte. Ich hatte regelmäßig Bauchschmerzen. Und drittens habe ich gemerkt, die Mikronährstoffe. Die muss man bewusst regelmäßig supplementieren. Man muss zum Arzt gehen, man muss es im besten Fall regelmäßig messen. Und das finde ich persönlich in meinem Alltag mit Familie sehr, sehr schwierig. Die ganzen Hochzeiten, die ganzen spontanen Sachen, wenn man mit Freunden weggeht, mal komplett außen vor genommen. Deswegen würde ich persönlich sagen, ich kann mich nicht dauerhaft vegan ernähren. Mein Ziel ist es aber, einmal die Woche einen Tag zu machen, wo ich mich vegan ernähre. Und ich glaube, wenn es jeder machen würde, einen einzigen Tag, wo er sich vielleicht vegan ernährt, wo er bewusst darauf achtet, was er isst, dann ist der Gesellschaft schon definitiv geholfen. Von daher, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen hoch geben und den YouTube-Kanal abonnieren. Und wenn du dazu Fragen hast oder Anregungen zu dem Video oder es dir gefallen hat, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Dein Flavio Simonetti.